Ist der Knoten jetzt geplatzt? Rudi Bommer schaffte am vergangenen Samstag seinen ersten Energiesieg. Das Spiel gegen Erzgebirge Aue war für ihn ein wichtiges Schlüsselspiel. Trotzdem bleibt er realistisch. Befreit haben wir uns noch nicht. Wir haben 27 Punkte. Ja, wir haben uns erst dann befreit, wenn wir an die 40 Punkte da auf dem Konto haben. Dann haben wir uns befreit. Aber das geht weiter. Für die Mannschaft war es sehr wichtig, ja, diesen Dreier einzufahren. Und es gibt auch immer wieder wichtige Spiele. Und das war eins der wichtigen Spiele. Weil wenn Sie sagen, wir hätten das Spiel verloren, dann 24 Punkte, 20 nach unten, ist dann schon etwas kritischer. Am Sonntag spielt Energie gegen Eintracht Frankfurt. Kein leichtes Spiel. Immerhin sind die Frankfurter mit 19 Punkten Vorsprung auf Platz 2. Energie könnte mit 3 Punkten und viel Glück höchstens von Platz 11 auf Platz 10 klettern. Trotz allem sieht Bommer gegen die Frankfurter gute Chancen. Aber ich denke, dass Eintracht Frankfurt uns in einer sehr guten Erinnerung hat und uns auch beobachtet hat die letzten Wochen. Auch wie wir es auswärts gespielt haben. Weil wir haben uns ja doch gerade auch auswärts sehr viele Möglichkeiten erspielt. Und sie hatten, ich habe ja das Spiel selber gesehen, das 6-1 gegen FSV Frankfurt. Da trotzdem, dass es so klar war, ist FSV Frankfurt dreimal ganz allein aufs Tor gelaufen. Zurzeit kann Bommer aus den Vollen schöpfen. Gutes Training und Fitness sollen sich am kommenden Sonntag so bezahlt machen. Die Jungs sind heiß, sie haben sehr gut trainiert, sind fit und brennen. Und ich denke auch, wir haben ja jetzt zwei Auswärtsspiele gehabt, wo wir sehr gute Ansätze hatten auswärts und wir einfach mal dran sind, auch zu punkten auswärts.